Guten Tag, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Total War Shogun 2. Ich bin Ihre Rivale und das hier ist mein Kanal. Und diese Kampagne spiele ich gerade. So, in der letzten Runde haben wir diese Runde jetzt beendet. Ja. Das heißt, wir werden die Runde beenden und... Karte Kayama. Wir sollten offen über die Angelegenheiten sprechen, die uns beide angehen. Oh. Und so Missverständnisse vermeiden. Oh, was wollte ich sagen? Karte Kayama? Ihr wisst schon, der Clan, ich wollte den jetzt angreifen. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wo Mori nochmal ist. Mori. Ja, Handelspartner, Shusukabe, Feinde, Orochi und Yamana. 8 Provinzen. Handelsabkommen. Reichtum begütert. Okay. Aha. Ja. Okay, warum nicht? Bestens. Euer Verstand bringt eurem Clan nur Gutes. Ja, kann sein. Boah, wie viele Schiffe. Wie viele Flotten meine ich? Ich darf nicht zu leise reden, weil ich glaube, ich bin zu leise. Ah ja. Mori, wo ist eigentlich Mori? Sehr gut, das schwarze Schiff. Mein Lord, ein großes Schiff bahnt sich seinen Weg nach Japan, ein mächtiges europäisches Handelsschiff, welches über mehr Zerstörungskraft verfügt als jedes der Schiffe, die wir zu bauen vermögen. Was? Wir sollten dieses schwarze Schiff verfolgen und für uns selbst erobern. Der Besitz eines solchen Schiffes würde uns zur See unbezwingbar machen. Was? Wo? Unser Ninja wurde entdeckt. Nein! Krieger rekrutiert. Ja. Ja, wo ist das schwarze Schiff? Ein europäisches Handelsschiff. Vermutlich gehört es der Fraktion der europäischen Händler an, oder? Die wir zu bauen vermögen. Wie kann das sein? Vermute mal, es kommt irgendwie aus der Richtung hier. Bist mal im Ernst, wo? Hier! Oh! Das heißt, ich muss entern? Oh, okay. Ich brauche das Schiff. Vor allem sind wir im Krieg mit denen automatisch. Oh ja. Oh nein. Das ist ein Handelsschiff. 24 Kanonen und 333 Besatzung. Oh, das schwarze Schiff ist ein schwer bewaffnetes Handelsschiff, das wertvolle Fracht befördert. Und Kanonen. Kanonenreichweite 700. Uiuiuiui. Rumpfstärke 600. Alter Schwede. Das schwarze Schiff. Was? Welche Runde ist das hier? Ja, 57. Okay. Keine Ahnung, welche Runde. Aber ich brauche das Schiff. Was war zum Überfallen gut? Dieses mittelgroße
diese mittelgroßen Einmaster können mit hoher Geschwindigkeit segeln. So können langsame Schiffe verfolgt und angegriffen werden. Es ist ein Schiff, das heißt, ich brauche schnelle Übergreifschiffe. Wann ist diese hier? Ich glaube, das waren diese, oder? Ja, ich glaube, das waren die hier. 2, 4. Nein, dann hier. 2. Genau, 2 Runden. Dann hier auch nochmal. 1, 2. Sehr gut, sehr gut. Dann hier. Mal. Da geht nicht. Okay, da geht nicht. Hier geht auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Okay. 6 Schiffe müssen reichen. 6 Schiffe müssen reichen. Das müssen die einfach. Gut. Dann. Ich hoffe, da wird jetzt nicht mein Handelsschiff kaputt machen. Ich will das Schiff. Ich will dieses Schiff. Boah, da kann ich einen auf Piraterie machen. Oder hier auf einen hier drauf. Captain Jack Sparrow. Einen auf Fluch der Karibik, genau. Das wollte ich sagen. Das sind 3 Schiffe. Oh ja, Baby. Was wollte ich? Ach ja. Du bitte weiterlaufen. Du kannst mal weiter auskundschaften. Ah ja. Wo ist da das Ding? Oh, das ist schon. Oh. Ah, das ist schon zu Tsui. Okay. Dahin muss ich. Gut. Alter, hat er... Ach ja, das ist die Flotte, stimmt ja. Gut, Wieso? Wieso haben... Ah, nee, doch. Hä? Ah, das Bild ist nur verkleinert, jetzt verstehe ich, okay. Das war kurz irritierend, aber jetzt... Habe ich wieder ein klares der Sache? Kann ich hier was rekrutieren? Eigentlich nicht, ne? Glaube ich nicht, nein. Du müsstest dich eigentlich auch bewegen. Oder, nein, der rekrutiert auch nicht mehr, okay. Na gut, okay. Wie sieht es eigentlich mit dem hier aus? Immer noch. Ah, Widerstand gegen Invasoren. Mann, Mann, Mann. Na gut, dann eben nicht. Bleibt das hier nochmal? Shimosa, nee, du bringst mir nichts. Nur Unzufriedenheit, nur Rumgemecker. Ja, genau so. Ich will das Schiff, ich will dieses Schiff. Ja, genau, dich wollte ich anschauen. Mori, wo bist du, Mori? Ach, du bist hier. Ja gut, du könntest mich sogar nicht stören. Eventuell.
Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich habe sechs Armeen. Ich kann mich nicht Jetzt bewegen, kann ich sogar. nein. Ich sollte mich eigentlich auch weiter bewegen jetzt. Weiter. Ich bin doch der Hojo-Clan. Kann ich nicht das Schiff erobern und irgendwie gucken, wie ich es also studieren und dann selber nachbauen? Ach nee, ich bin ja, ich, nein, ich bin Baumeister, kein Schiffbauer. Kein Schiffbaumeister. Mission erteilt. Kräfteausgleich. Vielfältigkeit auf dem Schlachtfeld ist der Schlüssel zum Sieg. Jede Waffe hat ihren Zweck und jede Einheit ihr passendes Gegenstück. Mein Lord, mir ist aufgefallen, dass unsere Truppen unausgewogen sind und wir derzeit verhältnismäßig wenige Kavallerieeinheiten einsetzen. Zwar sind sie durch Speere verwundbar, doch aufgrund ihrer Schnelligkeit und Kraft ist die Kavallerie für Flankiermanöver und das Niederreiten schlecht vorbereiteter Feinde unverzichtbar. Ich empfehle dringend, mehr Kavallerie zu rekrutieren. Oh, Lohnung. Meister der Pferdezucht, unzählige Stunden des Zureitens des besten Bestands haben die Leistungen eurer Pferdezüchter deutlich verbessert. Oh, hier Jari, Kavallerie, ach Belohnung. Oh, das ist glaube ich tatsächlich mal eine gute Mission. Folgende, also ich kann auch einfach die leichte Kavallerie nehmen, oder? Oder? Ja, oder? Ne? Ja, Moment. Wo hat die Mission? Oh, eine Tochter wurde geboren. Ocho Maiko. Ja. Ah, hey. So. Einfach Kavallerie, okay. Dann nehme ich mal die billigste oder nehme ich gleich die Jahre Kavallerie. Dann hätte ich zwei im. Dauert zwei Runden. Ach, egal. Dann ist das eine ausgewogene Armee. Das ist ja kein Problem. Oh, Ninja, du bitte bewegen. Aha. Da sind sie also. Da ist was? Ach so, nur Rang. Oha. Ach, ein Metzger. Oh oh. Als sich das Schiff bewegt, ist es erobert worden. Was ist damit? Wo ist das Schiff? Nein, 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 nein. Wo ist das Schiff? Wehe. Wehe du. Wehe dir. Ey, wehe. Oh, Scheiben, wehe. Wo ist das schwarze Schiff? Wo? Oh, oh. Nein, wehe, ey. Ah, Panik.
Verdammte! Wo ist das schwarze Schiff hin? Ich will es. Ein Schatz! Oder so. Der hört sich manchmal an, als würde er reiern, wenn er spricht. So manchmal. Aber nur. So, genau. Und dahin. Okay. Dann gehe ich dahin. Aber mit dir gehe ich am besten dahin dann. Ja. Und hier macht man hier den Rest. Ja. Gut. Das war's hier. Und wir beenden. Ey, wehe, das schwarze Schiff ist weg. Also schon erobert, meine ich. Boah, dann heißt es ja, dass der Clan, der hier vor deren Küste das schwarze Schiff auftaucht, ja schon praktisch so gut wie das Schiff geschenkt hat, oder? Geschenkt bekommen hat. Nein, es ist noch da, ja, ja! Rengoku-Bune dienen hauptsächlich zur Verfolgung kleinerer Schiffe. Ja, es kommt meine Richtung. Durch ihre Segel sind sie um einiges schneller als andere Schiffe ihrer Größe. Ihre kleine Besatzung macht sie jedoch anfällig für Enterangriffe. Kein Problem, ich habe vor zu entern. Ja, nice. Yes, my apprentice. Genau, 6 Schiffe. Ja, oh, noch ein Clan zerstört. Orochi. Oh. Da geht ja voll die fette Party ab. Ja, das schwarze Schiff ist da. Ich will entern. Moment. Oh, da hat schon was. Ja, ich glaube, der hat Verschleiß erlitten. Rang 8, oha. 287. Warte mal. Oh. 80 sind 8 plus 18, 16, also sind das 160. 16 plus 16 sind 32, wenn ich mich nicht irre. Genau. Das sind 320. 400 ungefähr. Mehr als 400. Oh, gut, da kann ich ja entern. Entern kann ich trotzdem. Okay. Oh, geil. Ja, das reicht. Ja. Ich singe. Singe, tralala, ich singe, wunderbar. Lalalalalala. So. So. Also ihr drei geht da lang. Dann mache ich das am besten jetzt. Kann ich jetzt angreifen?
Ach, ihr reicht schon. Das Schiff schon bewegt? Ich merke mir das immer schlecht. Nein, diese Runde habe ich noch nicht bewegt. Sehr gut. Ja. So, drei weitere Handelsschiffe zur Verstärkung des Handels. Ja. Sehr gut. Eisen, mehr Eisen. Ja. Yippie, yeah. Mehr Eisen heißt mehr Einkommen. Oh, ich hoffe, das schwimmt nicht irgendwie da rein oder so. Oh, das wäre ärgerlich. Ärgerlich. Das. Bingo! Ah! Bingo! Hey! Okay, ich wusste gar nicht, dass eine Stadt wirklich Bingo heißt. 20 Minuten. Ist alles fertig? Also das. Ach, die Warte. Der Sinn. Okay. Gut, ich speichere mal. Speichern. Das bei Hoshu, genau. Annehmen. Voll. Vielleicht sollte ich diese Flotte mit da rein hinzufügen. Ach komm, warum nicht? Ich meine, die können ja das Feuer auf sich nehmen und die da entern halt. Genau, genau. So, weiter geht's. Habe ich vergessen, ein Schiff zu bewegen? Eine Flotte, meine ich. Hey, Takeda. Der hat das Schiff angegriffen. Alter, zum Glück habe ich gesehen, dass das da abgebogen ist. Alter! Du kannst mir sowas doch nicht antun. KI. Aber gut, scheinbar hat die KI keine... Okay, kein Interesse daran. Ach, das war nicht das Schiff, oder? Kein Interesse daran. Was macht der Mensch da? Ah, ja, ja! Ja, geil! Ja. In der nächsten Runde gibt es eine schöne Schlacht. Die Kavalleristen verstehen es hervorragend, fliehende Feinde einzuholen. Erleiden jedoch im Gefecht mit Speerkämpfern oder Artillerie schwere Verluste. Sehr gut, sehr gut. Ja! Okay. Ja! Hoch, feindliche Schiffe. Was? Wer? Piraten. Das gibt's doch nicht. Wo kommen die Piraten her? Ich muss die vernichten, ey. Verdammt. Meine Flotte ist gerade dort drüben. Ah. Oh. Okay. Eins nach dem anderen. Wieder rekrutiert? Sehr gut. Habe ich da. Oh. Hier. Moment. Wo habe ich die Pferde bekommen? Da? Oh jo. Oh nee, oder? Echt jetzt? Ach nee, oder? Ach Leute, muss das sein? Warum dort hinten? Da habe ich doch nicht mal einen Stand. Ach Leute, komm. Hier halt schon mal dorthin. So. Auf einen Clan getroffen? Ashikaga Shogunat. Wir sind auf einen Clan getroffen, dem wir vorher noch nicht begegnet sind. Wir können nur diplomatische Verhandlungen mit ihm aufnehmen. Oh, das Shogunat. Ah ja, Feinde. Oh. Ah, alles klar. Dachtest du wohl. Ne?
Macht schwach. Ja, ich verstehe. Reichtum arm. Mhm. Okay. Ich verstehe schon, warum wir versuchen, das Ding zu erobern. So, da ist die Flotte. Ja. So, ich speichere nochmal. Speichern. Ach ja, das mache ich vielleicht in der nächsten Runde. Ja, also hier ist jetzt ein wunderbarer Cliffhanger. Ob wir das Schiff erobern werden oder nicht, sehen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin danke fürs Zuschauen und auf Wiederhören. Sayonara.